Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Super Mario Maker zusammen mit mir, MGMus, mit natürlich Nummer 2, nicht Nummer 1. So, wir sind wieder am Münzen farmen für die Ding, die kleinen Nebenmissionen, die lasse ich jetzt erstmal, mache ich später. Aufträge zu vergeben, yo, Nummer 20. Feuerklauen Kutschenexplosion. Die Feuerklauen Kutschen ist bereit für ihre erste Explosion. Halte Y gedrückt, um sogar harte Blöcke zu zerstören. Zerstören zu können. Ich würde das ja alles selber erledigen, aber ich muss dringend noch meine Steuererklärung machen. Todis mutiger Frosch. So, gucken wir mal. Hoffentlich spülst du uns ein paar Münzen ins Portemonnaie, damit wir das Schloss für Princess Peach natürlich fertig machen können. So. Wir kriegen eine Feuerblume. Wir kriegen den hier. Aber ich lasse den mal aufgeladen. Ich weiß halt null, was der Weg bringt. Ach, räumt mal ein paar Gegner hier aus dem Weg. Ist ja schon mal toll. Oh, ich krieg einen Helmut. Guten alten Helmut. So, momentan kommen wir noch relativ easy hier durch. Oh, hier gäbe es für den Notfall noch mal was. Aber mit dem Helm allein schon. Mario unzerstörbar hier. Am Arsch gesichert, am... Ah gut, ein Twomp ist hier nicht zu töten. Mit denen ist mal nicht zu spaßen. Oh, hier ist die Kugel. Immer mal weg mit dem Scheiß. Läuft auf jeden Fall. Die 10er-Coin hole ich mir. Die will ich haben. Achso, ich muss hier raus. So. Wenn ich raus muss, muss ich raus. Gut, dass ich den Helm noch auf habe. Oh. Dann sind wir sogar auf staatliche Münzen gekommen. Oh. 0 mal 10. Oder was soll das heißen? Also, mit den Sternen zu schreiben, ist jetzt nicht unbedingt so cool. Das merkt man nicht ganz so. Aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal wichtig gewesen. Mal 500 Münzen. Oh, nächste Stufe. Ein bisschen zerhämmert. So. Holen wir uns den nächsten Auftrag. Wieder für 150 mit dem Schlangenblock von A nach B. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich es diese ewige Die immer noch behaupten, Schlangenblöcken wäre gemeingefährlich. Oder unerträglich langsam. Pah, Schlangenblöcken sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Ich bin ein bisschen durch. Die Hitze schlägt mir auf den Kopf. Habe ich eh schon immer Probleme mit dem Lesen, aber naja, ist ein anderes Thema. Und dann sowas noch. Oh, dann. Boah, bitte nicht so viele Esses. Finde ich halt so unlustig. Das Schlimme ist halt, man muss ewig warten.
Ist ja jetzt nicht unbedingt die schnellste Fahrt, die ich hier absolviere. Oh. Wow. Also das war ein tricky Sprung. Zum Glück ist der Weg nicht ganz so weit. Ich könnte schon rüberspringen. Wow. Ja, okay. Entweder oder wie? Entweder nimmt man die 10 Coins vom Mast oder die 10 Coins, die rumstehen. Naja. Ah, 185 Münzen. Nehmen wir gerne. Jetzt sind wir bei 711. So, er hat den dritten Hammer fertig. Den dritten Arbeitstag im Prinzip fertig. Westflügeltor fertig. Sehen wir gerne. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen können. So, komm, Dodette. Die Westflügelkrone für 700 können wir machen. So, ich bin gespannt, wie lange der dauert. So, 11 Münzen bleiben mir. Dauert 4 Runden wieder. So, 5 neue Levels, oder wie? Eieiei. So, 28. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die Ein-Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es schalten und walten. Ansagerstimme. Dann zeig Ihnen mal, wo der Hammer hängt. Natürlich, Toad. Das wissen wir, wo der Hammer hängt. Da, wo er hingehört. So. Auf geht's. 5 Marios Hammer. Oh. Okay, rein in die erste Röhre. So, erste Coin haben wir. Also müssen wir in jeder Röhre sowas hinbekommen. Das ist doch sicherlich machbar. Also, ist jetzt nichts Schweres. Ach, die muss da rein. Okay. So, zweite Münze. Ja, ich sollte mir die Level vielleicht oder die Stages mal kurz immer angucken. So, wenn der da reingeht, dann machen wir mal so. Muss er da drüber? Muss ich im richtigen Moment aufmachen? Okay, wird tricky. Etwa nix. Auch nichts. Bin ich wieder ein, danke. So, wir haben's. Das war jetzt ein bisschen schwieriger. Da hat man Timing für gebraucht. Vierte Röhre. So, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Dazu machen, dass er nochmal rumgeht. Dann umschalten. Okay. Oh, Fug. Aber zumindest wird es jetzt einfacher. So, passt. Münze Hammer. Job erledigt in der Stage. Letzte Stage. Also vorläufig letzte Stage. Wissen wir ja nicht, was danach kommt. War auf jeden Fall auch eine geniale Idee an Level. Lol. Okay. Machen wir mal zu erstmal. So, schicken die da rein. Und wenn die oben ist, muss ich sie losschicken. Yes, Schlüssel, komm her. Mein Objekt der Begierde. So, ab durch die Türe. Alles gut. Wo hätte ich bitte groß werden können? Ich weiß es nicht.
Irgendwo hätte ich groß werden können. Schade. Schade. Hilft nicht. Ist halt so. So. Ein paar Münzen wieder fürs Konto. So, er ist weiter am Bauen. Perfekt. Weiter geht's. Flucht vor dem Faulpilz. Okay. Ich koche gerne mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem Einkauf im Auto vergessen. Jetzt ist es ein Faulpilz geworden und hat es auf mich abgesehen. Kannst du ihn so weit von mir weglocken wie möglich, Chefkoch? Okay, probiere ich mal. Spaß da draußen. Für 200 Münzen mache ich den Job gerne. Die braucht man unbedingt. Die Peach will ja ein neues Schloss. Auf den Pilz muss ich jetzt aufpassen. Der verfolgt mich, der will mich töten. In einem Autoscroll-Level. Geh mal weg hier. Kann ich gerade mal nicht brauchen. So ein bisschen. Oh, da kommt einfach mal die 10er-Coin von oben geflogen. Huhu! Das war Knäppke. Hey, der kommt hier rum. Geh weg! Hilfe! Der verfolgt mich. Ei. Natürlich. Natürlich, Hallöchen, wie geht's dir denn? Oh, gut, dass ich nicht in den Stachel gefallen bin. Egal, wie viel Münzen ich da mitnehme. Egal, Hauptsache ich bin durch. Eieiei, so kurz vor Schluss das zu verkacken, habe ich jetzt auch keine Lust. Eieiei, sehr tricky. Aber schön. So, sieht man halt die ganzen Mechaniken, sieht man schon mal im Vorhinein, was alles so gehen kann. So, hier nochmal... Ein Ding ist voran. 40% haben wir mittlerweile schon. Hallo Toad. Nächster Blinkblock-Puff. Um den Trump-Krabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Mal gucken, ob ich Timing habe. Ich bezweifle es ein bisschen, dass ich ein bisschen Timing habe. Aber probieren tue ich es trotzdem mal. Ich bin doch so nett. Soll ja doch ein bisschen was passieren. Ah. Das ist mit Timing gemeint. So, einmal rum hier. Ist das eine Ameise? Nein! Okay. Und das setzt das ganze Level durch. Yay, ich freue mich. Ja, probieren wir es mal. Es sind halt echt Ameisen. Gerade noch rechtzeitig. Ich glaube, so kann man auch noch mal drehen, ja. Da kann man sich ja auch noch mal drehen. Oh, so haben wir eine 10er-Coin. Läuft schon mal. So, aber hier haben wir einen Checkpoint, den nehme ich gerne. Probiere ich es mit der 10er Coin.
Natürlich probiere ich's. Wieso nicht? Muss hier durch. Doch, rüber da. Nein! Ah, ich habe ihn in die andere Seite rüber geschubst. Eieiei. Nein! Boah, Glück gehabt. Oh. Es wäre tricky, die Münze zu holen. Ich habe sie geholt, bin aber in den Tod gestürzt. Es war jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache, oder? Eieiei, ei, ei. Ja komm. Nein. Wie doof kann man sein? Genau in dem Moment, wo das Ding von oben runterfällt. Ey, wie ich mir einfach keine Zeit lasse, ne? Ich will da so schnell wie möglich durch. Komm, gib her den Pilz. Oh, Gegner gehen kaputt, wenn die Blöcke umspringen. So, kriege ich das hin? Okay. Glück gehabt. Oh, scheiße auf die große Coin. Muss ich jetzt nicht haben. Ich bin wieder drüber gesprungen. Hey, 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 wieso kann man in dem Mario drüber springen? Normal kann man nicht drüber springen. Ist ja schon wieder schlimm hier. So, nochmal Mund so oben drauf. Perfekt. So, er hat noch eine Stufe vor sich. Deswegen gehen wir auch nochmal los und machen einen Auftrag. Im Tal der Winde. Okay. Nachts steht uns eine sternklare Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet. Und aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt, schnell den Heimweg anzutreten. Okay. Dann gucken wir mal, wie schnell wir diesen Heimweg antreten können. So, im Tal der Winde. Super Mario wieder. Also Super Mario World. Oh, also da muss ich echt auf den Wind aufpassen. Ey, lass mich ins Rohr rein. Ja. Bis jetzt ist ja noch angenehm. Also erstmal gucken, dass ich an den Viechern hier vorbei kann. Ist aber schön, dass Winde auch eingebaut wurden. Und die Musik ist schön. Da kann man jetzt echt nichts sagen gegen. Stachis. Aber hier sind nochmal 4 Münzen. Kriege ich alle? Jo, habe ich. Wie er hier runterkommt. So, aber ich habe ihm schon mal Damage machen können. Ein schönes Level. Also schön angenehm erstmal. Hey, blas mich nicht weg, du Wind. So, ab ins Rohr. Mal gucken. Was ist hier jetzt gegeben? Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Wie komme ich denn da runter? Wo krieg ich... Ach, ich hätte den einen töten müssen, oder? Das wird's wohl sein. Den hätte ich töten müssen.
Naja, hilft ja nicht. So. Aber die Endsequenz hätten sie genauso machen können, wie damals war mit dem... So, 816 Münzen, höchstwahrscheinlich kann ich dann eh nichts mehr bauen. Für die Kohle. Oh, 42%. Die Kanone ist fertig. 44%, wieder 2% obendrauf. Das ist immer schön. Westflügelkanone fix und fertig. Sag bloß, dir verschlägt es dir auch die Sprache. Sprach ob dieser Schrien. Was? Perfektion. So. Wie soll es weitergehen? Westflügeldach. Wären nochmal 1000. Ja, ja, komm. Also ich brauche mindestens 1000, dass ich weitermachen kann. Also das Dach würde 1000 kosten. Also da muss ich noch ein bisschen investieren. So, aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Natürlich, eure Level dürft ihr immer noch weiterhin reinpacken. Oder welche, die ich mal ausprobieren sollte. Die Liste wird angefertigt. Ja, hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich sage ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.